Herzlich willkommen zum Rezept der Woche. Heute begehen wir oder feiern wir am 12. April den Tag der bemannten Raumfahrt. Ein Tag, der der Menschheit sozusagen den Weg ins All geebnet hat. Und was passt denn da besser als das luftigste, das leichteste, das schwereloseste Dessert ever? Heute gibt es bei uns Salzburger Nockerln. Und ich freue mich ganz besonders, heute bei uns im Studio begrüßen zu dürfen Neurochirurg und ausgebildeter Kosmonaut, Dr. Clemens Lothar, herzlich Hallo, willkommen. Freut mich sehr. Freue mich, dass Sie heute bei uns in der Küche zu Gast sind. Mhm. Haben Sie ja vorher schon gesagt, dieser Tag, dieser 12. April 61, da ist Juri Gagarin, Alexejewitsch Gagarin, mhm, in eine Blechdosen gestiegen. In eine Sojus-Kapsel gestiegen, ja. Nein, es war keine Sojus, eine Vostok war es sogar. Ja, Vostok, glaube ich, 1 hat sie geheißen. Ja, ich sage Blechdose dazu, ja, weil 61 war das ja eher noch so rudimentär und ist damit als erster Mensch in den Weltraum geflogen und hat die Erde umkreist. Was hat das für die Menschen und für die Menschheit und überhaupt für unser Leben bedeutet damals? Naja, es war schon eine Sensation, was er damals gemacht hat. Es war wirklich ein Abenteuer, extrem gefährlich, auch wie ich meine, die erste Mondlandung. Ein Riesenschritt, und der hat eigentlich im damaligen Spiel der Supermächte dazu geführt, dass beide großen Länder enorme Investitionen in Richtung Weltraum auf sich genommen haben, und wir alle profitieren bis heute davon. Aber es war ein Riesenabenteuer. Also diese Leute waren damals mutig ohne Ende. Also das sind schon Legenden. Ja. Apropos Legenden, es gibt ja nur zwei Menschen in Österreich, nur zwei Weltraumfahrer, zwei Kosmonauten, Franz Fieböck und Sie. Und das ist eigentlich eine fantastische Sache. Ja, also zumindest sind wir die Einzigen, die den Führerschein gemacht haben. Ja. Man kriegt ja da wirklich so einen effektiven Propus, einen Ausweis, einen Führerschein für Soyuz-TM-Raketen. Und ja, das war halt eine zweijährige Ausbildung, die haben wir beide gemacht. Und bekannterweise ist der Franz dann geflogen. Wir wollen natürlich das luftigste, leichteste Dessert unbedingt heute zubereiten. Ich freue mich schon. Heute gibt es Salzburger Nockerln. Ist das was für Sie? Ja, auf jeden Fall. Also ich selber habe es noch nie gekocht. Ich auch nicht. Ich koche gern und viel, aber das habe ich eigentlich noch nie gemacht. Aber starten wir vielleicht mit dem ersten Schritt. Sie müssen mich ein bisschen anweisen. Wir sollen, glaube ich, mal eiklar mit Zucker zu Schnee schlagen. Festen, ne? Schnee schlagen, ganz genau. Ja, so, das sollte passen. Die feuerfeste Schüssel mit Butter und Preiselbeermarmelade im Rohr anwärmen. Ja, da müssen wir nur einmal noch umrühren, damit sich da Butter und ein bisschen Obers leicht vermischen. Das Austromir-Projekt hat Ende der 80er, so 88, begonnen. Mhm. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, sich als Astronaut oder als Kosmonaut zu bewerben? Wenn wir schon bei diesem Sender sind, es war tatsächlich die Krone-Zeitung, in der ich das gelesen habe, in einem Nachtdienst, habe ich das durchgeblättert und da war ein Inserat, da stand Kosmonauten gesucht, das war wirklich schräg, war so viertelseitig, würde ich jetzt mal sagen. Und da stand eben drin, dass Leute gesucht werden, die halt in ein Training beginnen wollen. Ja, zwischen 30 und 40 Jahren möglicherweise alt. Ich war damals Turnusarzt und habe ihm das im Nachtdienst einfach durchgeblättert. Und ich habe es halt gemacht, weil ich gesehen habe, in der Ausbildung muss man Fallschirm springen und solche Sachen. Aber schon wissentlich, dass man mit einem Feuergeschoss aus Russland mit irgendeiner kleinen Kapsel obendrauf in den Weltraum. Also wie ich mich beworben habe, habe ich nicht darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Das war für mich utopisch. Ja, ich meine, ich war damals fasziniert von Raumfahrt, immer schon, also sicherlich in Jugend war auch einer von denen, die mit damals 6 Jahren die Mondlandung angeschaut haben und was auch immer. Und dann bekommt man irgendwann den Raumanzug angepasst und muss in die Zentrifuge steigen und dergleichen. Das ist halt immer so nebenbei, diese ganzen Trainings in der Zentrifuge oder am Schwerelosigkeitsflüge oder Drehstuhl, auch teilweise Dinge, die wirklich grauslich sind, also vor allem schlecht wieder unangenehm sind. Kulinarisch so, wahrscheinlich auch eine heftige Umstellung. Kulinarisch insofern heftig, als Sie von uns mehr oder weniger verlangt haben, das zu essen, was schon Juri Gagarin gegessen hat, weil das war für ihn damals, also es gab zum Frühstück immer also Fleisch oder zumindest jetzt irgendwie Fleischlaberl mit Kartoffelpüree und Fett drauf und was auch immer. Sehr sportlich, ja. Und die wollten, dass wir das auch essen, ja, und das haben wir dann nach einiger Zeit zumindest das Frühstück abgebrochen. Mhm. Ja. Wie tun wir weiter mit unseren Salzburger Nockerln? Das gesiebte Mehl und Stärke mit dem Vanillezucker auf eine Seite des Kessels auf die Masse streuen. Okay, also gut, dann tun wir mal da auf die eine Seite das Mehl. Ja, genau.
dann gesiebte Nierenstärke, Vanillezucker. Vanillezucker braucht man nicht sieben, aber ja. So, jetzt haben wir das. Und jetzt sollen wir die Dotter auf der anderen Seite durch über die Schneeroute. Du wahrscheinlich, damit sie zerplatzt. Damit sie da zerfallen, ja. Ah ja. Ja, okay. Auch interessant. Jetzt vorsichtig durch. Aber ich glaube, der Part mit dem Rum, der darf. Jetzt. Ja, genau. Genau. Ja. Ja, ist einer. Wunderbar. Dann mit der Teigkarte drei große Nockerl stechen und in die warme Form legen. Ein Nockerl. Ja, schaut da gut aus. Ja, das schaut nicht so schlecht aus. Und das dritte Nockerl. Und das war's eigentlich, oder? Und das war's eigentlich. Nachher nur noch mit Zucker bestreuen. Und 10 bis 12 Minuten in den Ofen. Na gut, dann schauen wir mal hoffentlich, ob die richtig schön aufgehen. Jetzt müssen wir natürlich auch, oder möchte ich natürlich schon noch ansprechen, wie denn dieser Entscheidungsprozess, ich meine, damals war Wissenschaftsminister Buzek, ja, und in Russland eine Kommission dafür zuständig, zwei Teams wurden parallel ausgebildet und dann musste die Entscheidung fallen, welches Team fliegt, genau. Wie ist das zustande gekommen? Also im Prinzip ist es so, dass es immer zwei Teams gibt, ist auch noch heute so, also dass zwei komplett fertige Teams zu einem Start hin ausgebildet werden und sozusagen alles können. Ja. Und im Normalfall ist es so, dass ein Team fliegt und das Team, das Reserve ist, ist beim nächsten Flug dann erste Mannschaft, dann wieder anderes und die rücken auf und so geht es dahin. Und das war ja an sich bei uns auch geplant, dass mehrere Flüge folgen. Also aber da gibt es natürlich einen finanziellen Hintergrund. Nur ist dem Ministerium dann in weiterer Folge das Geld ausgegangen, ja, beziehungsweise sagen wir so, der Herr, damalige Minister Buzek hat keine Lust mehr gehabt, das weiter zu finanzieren, was für mich ein gewisses Pech war. Aber es wurde sozusagen drei Monate vor dem Start wurde festgelegt, der Franz soll den zwei Russen zugeteilt werden, die als Nächste fliegen werden und ich in der Reservemannschaft. Die Entscheidung darüber haben normalerweise die Russen getroffen, die also dort uns beide kannten, unsere Ausbildung etc. anhand von Prüfungen, Testergebnissen, was auch immer. Die Russen haben gesagt, wir sind beide gleich gut, die Österreicher sollen die Entscheidung selber treffen. Wie die dann genau 100% getroffen wurde, kann ich selber jetzt nicht im Detail sagen. Also da waren unsere Flugmediziner, Psychologen etc. betroffen. Also es ist so gewesen und mein Gott, klar, ich wäre gerne mitgeflogen, aber trotz allem war es ein super Abenteuer. Wer gerne mehr wissen möchte, kann, glaube ich, alles wunderbar auf eurer Homepage auf der austromir.at nachlesen. Vielleicht auch noch für die Jüngeren. Die Mir ist ja sozusagen die Vorgängerraumstation der jetzigen ISS gewesen, ganz die dann genau irgendwann Ende dann oder Mitte der 90er richtig kontrolliert zum Absturz. So ist es ganz genau, ja. Könnten Sie vielleicht schon ein bisschen Preiselbeermarmelade, ja, hier anrühren? Wie sieht es mit der sogenannten Astronauten- oder Kosmonautennahrung aus? Was hätte es denn für Sie gegeben oder was gab es für Franz Fiebeck? Naja, im Prinzip. Bei Kurzaufenthalten gibt es, wenn also eine Crew wechselt, da wird auch immer Frisches hinaufgenommen, ja, damit die gerade oben sind, die also die gerade in Russland oder jetzt auch auf der ISS bleiben, die ja manchmal 4, 5, 6, 8 Monate oben. Und da freut man sich schon, wenn Frisches hinaufkommt, Gemüse, Obst etc. Ist das jetzt sozusagen wirklich Gemüse in Stücken, ja, oder ist das heutzutage schon auch nur mehr dehydrierter Brei? Nein. Das sind schon auch teilweise frische Sachen. Aber ansonsten, das Grundprinzip ist, dass Nahrungsmittel, denen die Flüssigkeit vorher entzogen wurde, hinaufgebracht wird und oben wird Flüssigkeit hinzugefügt. Ja, die Flüssigkeit wird fast immer aus der Atemluft gewonnen. Also man atmet ja sehr, sehr viel Flüssigkeit aus und das wird dann an kalten Oberflächen rückkondensiert und desinfiziert und das kommt dann, steckt man diese Backerl dann an und das quillt dann auf, das Wasser geht hinein und dann schaut es immer gleich aus, es steht aber drauf, was es ist, damit man es weiß. Schmeckt manchmal ein bisschen unterschiedlich. Ja, das ist natürlich jetzt nicht besonders aufregend, ja, aber es ist jetzt nicht der Hauptgrund, in den Weltraum zu fliegen, um dort gut zu essen. Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Also so richtig aufgegangen sind sie nicht bis jetzt, aber sie sind schon schön braun. Sie sind schon schön. Schauen wir mal schön aus irgendwie. Schön braun. Herr Dr. Lothaler, wenn man
an die Weltraumfahrt und an den Weltraum denkt. Wie sinnvoll ist denn bemannte Raumfahrt überhaupt? Der nächste mögliche von den Wissenschaftlern, also es gibt wahrscheinlich viele mehr, aber sagen wir mal, es ist Trappist 1. Der nächste Planet. Bewohnbare oder das mögliche bewohnbare Planet. In der Nähe von Alpha Centauri oder so. Ne? 40 Lichtjahre entfernt, ja. Reisezeit mit heutiger Technologie 2 Millionen Jahre. Ja. Also der Mars ist jetzt auch nicht unbedingt der spannendste Planet zum Leben. Nein. Warum machen wir das überhaupt? Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse ziehen wir denn oder auf welchen wissenschaftlichen Gebieten wird denn überhaupt so geforscht? Was hat das überhaupt für einen Sinn? Naja, ich glaube, dass das einfach in uns liegt, dass man halt Dinge erforscht, die man nicht kennt. Ja? Ob man jetzt auf den Mount Everest geht oder die Tiefsee erforscht oder was auch immer. Ja? Man kann immer begründen, es wäre sinnvoller, das Geld gegen den Hunger oder für Klimaschutz oder was auch immer einzusetzen. Alles richtig. Aber trotz alledem glaube ich, dass zum Beispiel ein Marsflug ja, ein Projekt ist, der wirklich nur international finanziert werden kann. Das ist schon etwas, was auch irgendwie eint ja, und wo wissenschaftliche Anstrengungen von allen Nationen dort hineinfließen. Und dass das schon etwas ist, wo dann die kleinen Kinder auf der ganzen Welt schauen werden und wenn der erste Mensch auf dem Mars den Fuß setzt. Ja. Gibt es wissenschaftliche Gebiete, wo Sie sagen, ja, da hat es auch Sinn, dass in der ISS jetzt sozusagen dann danach und danach geforscht wird oder Experimente in die Natürlich, Richtung gemacht also es ist, ich meine, es wird gerade für mich als Arzt, es wird da oben sehr viel auch in medizinische Richtung geforscht, ja, weil es also teilweise Medikamente gibt oder Kristalle gibt, die also nur in Schwerelosigkeit züchtbar sind etc. Also das macht alles Sinn. Ja, das sind halt nur kleine Bestandteile. Ja, es wird jetzt nicht das Heilmittel gegen Krebs im Weltraum gefunden werden. Aber trotz alledem, auch diese kleinen Bestandteile sind enorm wichtig und ich glaube, dass das etwas ist, was man nicht außer Acht lassen sollte. Ja, schau! Ja, schaut doch also nicht so schlecht aus. Das ist doch durchaus nett. Ja. So, dann wären wir jetzt da. Aber es löst sich gut. Also ich bin ja durchaus guter Dinge, dass das dem Salzburger Nockerl recht nahe kommt. Ja, ja, ja. Na bitte. Es hat zwar jetzt nicht sozusagen diese schöne Mount Everest-Form, ja, ja, aber es ist durchaus hübsch geworden. Und Herr Dr. Lothaler, weil Sie gesagt haben, Sie können die Preiselbeeren dazu tun. Daneben, oder? Ja, vor circa... Ja, 3 Wochen oder so ist die Kapsel Crew Dragon oben aufgeschnallt auf der Rakete, die dann so fantastisch wieder zurück zur Erde kommt und stehend landet, hinaufgeflogen mit einem Dummy drinnen, hat angedockt an die ISS und man hat im Livestream gesehen, wie das alles funktioniert. Das war wahnsinnig faszinierend, nehme an, Sie haben auch Habe ich mir angeschaut. Würden Sie einsteigen? Oh, jederzeit. Sofort. Wenn es jemand sagen würde, gerne. Also, ja, nein, also nach wie vor ungebrochen danke vielmals. Eine Begeisterung wie vor für den Weltraum und den interessiert, würde ich sofort machen. Ja, ja. Und auch keine Angst im Spiel. Nein, Angst Respekt hatte ich halt nie eigentlich. Aber. Ja, den muss man haben, wenn man sowas macht, aber durchaus Vertrauen in die Technik, dass das funktioniert. Wird es eine Möglichkeit geben? Naja, da wieder ich, in diesem nicht vielleicht nicht fliegen, aber im Bereich der Raumfahrt mehr zu tun für Sie oder ist das Kapitel auch also abgeschlossen? Also ich bin Neurochirurg und als solcher eigentlich ausgefüllt, also ich würde jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise da noch Arbeit hinein investieren, das ist auch Sachen von jüngeren Generationen, aber wenn mich jemand fragen würde und das finanzieren würde, wäre ich sofort dabei. Ja. Mhm. Ich glaube der Franz Wiebeck genauso. Ich auch. Geht schon los. Okay. Wollen wir das probieren, ja, oder? Ja, unbedingt. Bitte schön. Ja. Danke, danke. Schauen wir, was das kann. Ja. Ja, und? Gar nicht so schön. Also, das Original ist schon ein bisschen luftiger, oder? Also, das wollte ich jetzt nicht so sagen, aber schmecken tut es sehr. Ja, so, aber man, ja. Also, Sie sehen es ja dann gleich auch da im Anschnitt. Es könnte ein bisschen luftiger sein. Ja, aber schmecken tut es gut. Ist das gut? Mhm. Das luftigste, leichteste, fast schwerelose Dessert. Heute im Rezept der Woche, am Tag der bemannten Raumfahrt, zurück
denkend an das Jahr 1961, an das Austromir-Projekt mit Franz Fiebeck und Dr. Clemens Lothaler. Herr Dr. Lothaler, vielen herzlichen Dank, dass Sie gerne bei uns zu Gast in der Küche waren. Toi, 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 alles Gute. Vielleicht gibt es irgendeinen Beratungsposten irgendwann einmal im Sinne der Raumfahrt wieder. Sie sind ein sehr toller Gesprächspartner, wenn es um die Weltraumfahrt geht. Dankeschön. Vielen Dank. Euch und Ihnen viel Spaß beim Nachkochen. Vielleicht auch mal auf austromir.at schauen, wie das damals so war mit der bemannten Raumfahrt und den beiden Kosmonauten aus Österreich. Und bis zum nächsten Mal. Mahlzeit.